Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian und ich bin Immobilieninvestor. Und heute sprechen wir über das Thema, was ist denn eigentlich besser, kaufen oder mieten? Viele Leute, die vor der Entscheidung stehen, ob sie entweder kaufen oder mieten sollen, sagen das Argument, hey, eigentlich ist doch geiler irgendwie die eigene Immobilie abzuzahlen, als Miete zu zahlen an jemand anders, weil dann zahlt der die Immobilie mit meiner Miete ab. Grundsätzlich ist der Gedanke vielleicht gar nicht so falsch, aber es gibt verschiedene Sichtweisen und Perspektiven, wie man das Ganze sehen kann. Ich spreche jetzt heute mal aus der Perspektive eines jungen Typen, ja, also aus meiner Perspektive, was ich denn machen würde, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde. Ich habe verschiedene Argumente zurechtgelegt, die für und gegen das jeweilige Thema sprechen. Und klar, für die meisten ist so ein Eigenheim eine emotionale Entscheidung für eine langfristige Bindung. Aber man kann natürlich auch ein Eigenheim kaufen für einen kurzfristigen Zeitraum. Das ist ein Deal, den viele Leute gar nicht kennen, gar nicht drauf eingehen und ja auch sich nicht mit befassen. Aber man kann auch kurzfristig gute Erträge damit erzielen, wenn man eine eigene genutzte Immobilie hatte zum Beispiel. Ja, ja, das sind halt die Sachen, wo die meisten Leute gar nicht sich mit befassen. Die denken halt, ich kaufe eine Immobilie und wohne da mein Leben lang. Ja, oder ich miete eine Immobilie, und wenn ich umziehen will. Man kann aber auch eine kaufen, wenn man umziehen will. Ja, das geht auch. Jetzt nenne ich dir drei große Nachteile einer eigenen genutzten Immobilie, die du langfristig bewohnen willst. Also beim Eigenheimkauf spielt der emotionale Faktor oft eine große Rolle. Das wissen natürlich auch Makler und teilweise professionelle Verkäufer, die sich auf den Vertrieb von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und sowas spezialisiert haben. Das heißt, der Käufer ist auch manchmal bereit, ein bisschen mehr zu zahlen als der Marktwert, wenn der Deal ihm gefällt. Ja? Also zahlen sie ein bisschen mehr und denke sich, geil, bin zufrieden, wohne jetzt die nächsten 40 Jahre meines Lebens hier. So, was ist das aber das größte Risiko? Das Umfeld ändert sich. Du weißt ja nicht heute, wenn du in einem schönen Wohngebiet, wo alles schön ruhig ist und alles passt und alles schön idyllisch ist, wenn du deine Immobilie kaufst, wie sieht es in deinen 20 Jahren aus? Vielleicht entwickelt sich das Umfeld negativ und dir gefällt es nicht mehr und dann hast du eine Immobilie gekauft, die ein bisschen zu teuer war, weil sie dir damals so gut gefallen hat, aber du wolltest unbedingt diese Immobilie haben, dann hast du das Ding an der Backe, kannst es nicht mehr zum gleichen Preis verkaufen vielleicht, nicht gewinnbringend verkaufen, nicht zum gleichen Preis, sondern eher für weniger, hast noch die ganzen Kaufnebenkosten getragen und dementsprechend hast du das Ding an der Backe und kannst vielleicht nicht umziehen, weil du auch einen Kredit auf der anderen Seite stehen hast und du bist dann gebunden an diese Immobilie und für die Bank gibt es nichts Besseres, weil du zahlst dir regelmäßig deine Raten, musst die abzahlen, kannst nicht verkaufen, das Ding läuft 20, 30 Jahre durch, die Bank freut sich, reibt sich die Hände, du aber als Person bist wahrscheinlich unzufrieden und kommst aber nicht mehr raus aus der Situation. Ja? Das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Deswegen mein Tipp, kaufe eine Immobilie nicht, wenn sie emotional dir gut gefällt und du bereit bist, ein bisschen mehr zu zahlen, als sie wert ist, nur weil sie dir richtig gut gefällt. Im Einkauf liegt der Gewinn, bei einem Investment und bei einem eigengenutzten Deal genauso. Dementsprechend niemals zu viel zahlen. Ein zweiter Nachteil, ein zweiter großer Nachteil einer eigengenutzten Immobilie ist der, du musst selbst alle Kosten tragen. Also bei einer Wohnung zum Beispiel mit einem Gemeinschaftseigentum, mit einer Zentralheizung und so, alles okay. Das sind die Kosten überschaubar, die auf dich zukommen wahrscheinlich. Wenn du jetzt aber ein Einfamilienhaus hast, wo eine große Heizung im Keller drin ist und die geht mal kaputt, und dann hast du schon einen ordentlichen Kostenfaktor, der auf dich zukommt. Das Dach, du trägst das Dach komplett alleine im Einfamilienhaus. Beim Mehrfamilienhaus mit 10 Parteien oder so, dann wird es halt durch 10 geteilt. So ein Dach in einem 10-Familienhaus ist ja nicht 10-mal größer als bei einem Einfamilienhaus. Aber der Faktor, der auf dich zurückfällt, ist ein Zehntel. Ja? Dementsprechend musst du weniger zahlen. Und auch im Hinterkopf behalten, dass du voll und ganz für die Kosten verantwortlich bist und die aufbringen musst. Wenn du zur Miete wohnst, kann zum Beispiel der Vermieter kann die Kosten, die er hat, absetzen von der Steuer. Du als Eigennutzer kannst das nicht, musst es von deinem Nettogehalt zahlen. Also voll bist du drin in den Kosten. Der zweite große Nachteil war das, dass du die Kosten voll tragen musst von deinem Netto und nicht von deinem Brutto und dementsprechend
erst versteuern musst und dann kannst du reparieren dein Haus. Ja? Der Vermieter, wenn du zur Miete wohnst, dann rufst du an, hallo, die Heizung ist kaputt. Ja? Dann sagt er, okay, mir egal. Dann sagst du, okay, kein Problem, dann mindere ich die Miete. Kannst du machen, wenn die Heizung nicht funktioniert. Dann sagt er, okay, ich mach's. Dann macht er's und er setzt von der Steuer ab, alles chillig für dich als Mieter. Ja? Musst dich um nichts kümmern. Er, der Vermieter, zahlt vom Brutto, spart sich schon mal beim Spitzensteuersatz ordentlich Steuern, klar, was er zahlen muss. Und du als Mieter hast eine warme Wohnung und keine Kosten gehabt, zusätzliche. So, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass die Zinsen aktuell extrem niedrig sind und viele Leute auch sagen, hey, kaufe ich mir eine Immobilie mal für 1 Million, obwohl ich eigentlich nur für 700.000 konnte früher. Jetzt geht's aber auch mehr, weil ich kriege auch günstige Zinsen. Ja. Dann kaufen die Leute eine Immobilie, die ein bisschen über ihren Verhältnissen ist, ja, weil sie denken auch, die letzten Jahre hat sich der Wert ja so gesteigert, dass wir da immer so weitergehen und so, aber das weiß natürlich niemand. Also ich habe keine Glaskugel hier rumliegen, wo ich mal schnell reinkommen kann und reinschauen kann und dir die Immobilienpreise von 2040 nennen kann, weil so ein Ding würde ich schon sagen, hey, das ist ein Klotz am Bein. Wenn du die Finanzierung auf 20 Jahre sicher hast, eine niedrige Tilgung rein verhandelst, wenig Zinsen, weil du ja gut verdienst, und denkst, ja gut, ich tick wenig, zahl wenig und in 20 Jahren passt schon. Ja. Aber wenn dann die Anschlussfinanzierung teuer wird, weil zum Beispiel irgendwas passiert mit der Währung, ich weiß es nicht, ob es passiert oder nicht, niemand weiß das, aber mal angenommen, die Zinsen steigen wieder auf 7-8%, wie es mal Jahre früher war. Ja. Wenn jetzt die Zinsen hochgehen auf 7-8% und dann kann es sein, dass die Person, die das gekauft hat, damals zu dem Preis von 1 Million, dass sie dann noch eine Restschuld offen hat, die relativ hoch ist, ja, weil die Tilgung war ja jahrelang relativ niedrig, dass die Rate einfach höher ist wie vorher. Und in 20 Jahren, wie schaut es aus mit der Jobsituation? Vielleicht ist dann irgendwie auch nicht mehr die wirtschaftliche Region hier so stark, wo die Immobilie gekauft wurde, Ingolstadt zum Beispiel, ja, wer weiß, wie es mit der Audi weitergeht, das ist alles abhängig von der Audi dort. Dann kann es sein, hey, dass derjenige, der die Immobilie gekauft hat, ein Problem hat. Ja? Kann sein. Und wenn dann mehrere Leute ein Problem haben, dann fällt der Preis, weil die Leute müssen alle verkaufen und dementsprechend werden die halt erst in die Situation kommen, noch vielleicht das noch losbekommen zu dem Preis, den sie brauchen. Aber irgendwann werden Immobilien auf den Markt kommen, wo die Leute die Dinger verkaufen müssen und dann weniger einnehmen, als der Kredit noch hat, ja? Der Restwert vom Kredit. Das ist dementsprechend ein Risiko, das man hat, wo man nicht unterschätzen darf. Vor allem auch, der demografische Wandel wird immer mehr zunehmen, also die Leute ziehen weg und es gibt auch immer weniger vielleicht Leute, die in ländlichen Regionen wohnen und wenn jetzt so eine Immobilie in einem ländlichen Bereich gekauft wurde. Aktuell ist es schon stark umkämpft manchmal, ja, in den Metropolrandregionen eine gute Immobilie zu finden, aber wenn halt der demografische Wandel zunimmt, weniger alte Leute irgendwann da sind in 20 Jahren, ja, dann werden auch mehr Immobilien freistehen und der Wettbewerb, welche Immobilie verkauft wird, dann nimmt zu. Ja. Aktuell ist es so, wenn du eine gute Immobilie hast oder überhaupt eine in der Großstadt oder in der Metropolregion, die wird gut verkauft und auch einfach, weil jeder will das haben. Aber wenn das in 20 Jahren anders ist, weil es so viele Immobilien gibt und du bist einer von den ganzen, der die hat, dann kriegst du es nicht mehr so leicht los. Ja. Und selbst wenn du da wohnen bleiben möchtest und die Restschuld von deinem Kredit ist noch relativ hoch, ja, dann kann es passieren, also es ist schon sogar passiert in der Vergangenheit, 2008, und früher auch bestimmt schon mal, ja, dass die Banken eine neue Bewertung von deiner Immobilie machen. Dann sagen die, okay, sie haben die Immobilie für 1 Million gekauft, der Kredit ist jetzt noch 900.000. Wir haben jetzt aufgrund der Marktsituation und so mal geschaut und ihre Immobilie ist es nur noch 700.000 Euro wert. Sie haben somit 200.000 Euro weniger Sicherheit als der Kredit, das würden wir gerne, die Differenz würden wir gerne ausgleichen. Ja, das kann passieren. Das passiert nicht, weil die Bank sagt, hey, ich habe Bock drauf, das zu machen. Ich will jetzt von den Anlegern oder von den Schuldnern mal Geld ziehen. Sondern das passiert, wenn die Banken Auflagen bekommen, von der BaFin zum Beispiel. Und dementsprechend muss man da echt aufpassen. Und von der Emotion darf man sich nicht zu sehr leiten lassen, was das angeht. Das waren jetzt 3 Nachteile, die gegen eigengenutzte Immobilie sprechen. Aber es gibt natürlich auch Vorteile. Doch bevor wir auf die Vorteile einer eigengenutzten Immobilie eingehen, beziehungsweise auf die perfekte Strategie, wie ich es machen würde, gehen wir nochmal kurz auf die Nachteile eines Mietobjekts ein. Da gibt es nämlich auch Nachteile, wie zum Beispiel einer, der mir jetzt direkt einfällt, so viele Leute, die bauen groß um, ja, also die wollen einen Garten umbauen, die wollen einen Pool haben, die wollen das haben, wir wollen das, eine Wand raus, dann. Wenn du Mieter bist,
hast du da nur begrenzte Möglichkeiten. Denn die Immobilie gehört dir nicht. Die gehört jemand anders, der vermietet die an dich. Du möchtest was ändern und dann denkt der Eigentümer sich, hey komm, die Kosten muss ich tragen, oder vielleicht musst du dann als Mieter sagen, ich trage die Kosten, aber dann ändert, du willst ja kein Geld investieren in ein Objekt, das dir nicht gehört. Und dementsprechend ist es so eine Sache, wenn du eine bauliche Veränderung vornehmen möchtest, die du gerne hättest, das dir gut gefällt, dann ist das nicht so einfach, weil es nicht dein Objekt ist. Der zweite große Nachteil ist, es ist kein Flip möglich. Was meine ich damit? Also wenn du zur Miete wohnst, kannst du vielleicht einen guten Preis erzielen, eine monatliche Ausgabe hinzunehmen zu deiner Struktur, die schön kalkulierbar ist. Du zahlst monatlich deine Miete, 500 Euro, 1000 Euro, wie auch immer, wo du wohnst. Und gut, ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Immobilie zu verkaufen, in der man sie selbst gewohnt hat. Die eigengenutzte Immobilie kann man nach relativ kurzer Zeit steuerfrei weiterverkaufen. Also eine vermietete Immobilie muss man als Privatperson 10 Jahre halten. Bei der eigengenutzten Immobilie ist das relativ kurz, also 3 Jahre, ja. Aber bitte im Steuerberater abklären, bevor jemand da in die Richtung was machen möchte. Aber wenn du eine eigengenutzte Immobilie hast und die gut eingekauft hast, dann kannst du die auch strategisch einkaufen, da drin wohnen 3 Jahre und dann verkaufen, ja, mit Gewinn. Dann hast du umsonst gewohnt und noch Plus gemacht. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was würde ich machen, was würde Fabi machen, wenn er umzieht, um optimal dazustehen. Also als erstes würde ich eine Mietwohnung suchen. Am besten eine möblierte, denn das geht am schnellsten, du hast am wenigsten Kosten, du hast keine Verpflichtungen und ja, vor allem, ich meine Einmalkosten, weil wenn du eine normale Wohnung nimmst, dann musst du eine Küche einbauen, Möbel kaufen und das ganze Zeug, ja. Wenn du eine möblierte Wohnung nimmst, hast du zwar höhere monatliche Kosten, aber musst dich um nichts kümmern. Du kannst mit dem Koffer anreisen und gut, ja. Das wäre Step 1. Step 2 wäre, ich würde eine Wohnung suchen in dem Nachbarschaftsumfeld, wo ich gerne wohnen würde, ja. Am besten aber eine, wo ich einen Mehrwert hinzufügen kann. Zum Beispiel eine sanierungsbedürftige Wohnung oder eine, wo der Verkäufer keinen Bock mehr hat auf das Ding und seit 10 Jahren die leer steht. Sowas. Solche Immobilien gibt es immer, du musst sie nur finden und danach suchen. Und das muss jetzt nicht ein übertriebenes Schnäppchen sein, sondern einfach nur ein guter Einkaufspreis, wo du durch deinen Mehrwert ein bisschen das Ding optimieren kannst und den Wert steigern kannst. Weil so kannst du das Ding 3 Jahre später kannst du es steuerfrei weiterverkaufen. Also eigengenutzte Immobilien können 3 Jahre später steuerfrei weiterverkauft werden. Aber bitte mit dem Steuerberater abklären, wenn du das vorhast. Und dementsprechend kannst du es schaffen, dass du da kostenlos wohnst und ein bisschen noch sogar Plus rausholst. Und hey, das wäre der Weg, den ich gehen würde. Was noch ein Level drüber ist, was noch ein bisschen geiler ist. Weil bei dem Fall hast du natürlich einen Cashflow, den du... Also negativen Cashflow, den du hast durch die Immobilie. Du musst Heizkosten zahlen, du musst Strom zahlen, du musst die Rate an die Bank zahlen. Wenn du nicht bar gezahlt hast, musst alles monatlich abführen. Also ähnlich wie eine Miete gehen Kosten weg. Die Beträge, wie viel Miete wäre das für dieses Objekt, das kann man gar nicht so leicht rechnen, weil das ist so ein unterschiedlicher Markt. Manche mieten für eine Wohnung von 50 Quadratmeter für den gleichen Preis wie jemand anders eine für 100 Quadratmeter. Dementsprechend ist es sehr situationsabhängig und kann es hier nicht pauschalisiert werden. Aber trotzdem hast du monatlich Kosten, die du aufbringen musst. Die müssen irgendwo herkommen durch andere Einnahmen, das ist klar. Oder durch ein Konto, das immer weniger wird, bis du verkaufst, um es dann wieder aufzufüllen. Ja? Das sind die zwei Sachen, wo du beachten musst. Was das nächste Level wäre, noch zu diesem Ding, also eine eigengenutzte ist ganz cool, kannst du durch den Verkauf gut wegkommen. Was das Beste ist, was du schaffen kannst, das ist wirklich das Beste, was geht. Aber es ist auch nicht leicht, das ist auch das Schwerste. Das ist ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, ein paar Einheiten drin, 8 Einheiten würde ich da mindestens empfehlen, weil dann hast du schön viel Mieter, wo du quasi die Gesamtkosten, die Investitionskosten, die anstehen können für Dach, Fenster, Heizung und so, die hast du dann eine große Allgemeinheit, die dafür aufkommt. Wenn du ein Dreifamilienhaus hast, ist das pro Mieter schon ein höherer Anteil, aber deswegen würde ich so 8 Einheiten suchen, ja. Und eine Wohnung davon soll leer sein. Und wenn das ein gutes Konstrukt ist mit tollen Wohnungen und gutes Bausubstanz, gute Struktur von einem Haus, kannst du es schaffen, dass der positive Cashflow der restlichen Wohnungen für deine Finanzierungsanteil, also für deinen Finanzierungsanteil plus deine Nebenkosten aufkommt. Also ich kenne welche, die haben das tatsächlich so gemacht. Haus gebaut damals, also nicht gekauft, sondern gebaut. Die Mieter haben die Bankrate bezahlt plus die Nebenkosten der Eigennutzer, die also den die Immobilie gehört hat. Und das ist die Königsklasse. Und dementsprechend würde ich sagen, hey, kaufen oder mieten. Wenn du
aktiv dich beschäftigst mit Immobilien, kannst du sehr viel Geld sparen. Also es geht in erster Linie ums Sparen und um ein sinnvolles Konstrukt des Cashflows, deines persönlichen Cashflows. Und Gewinne zu erzielen durch einen Verkauf, das ist schon auch möglich, ja, aber der beste Weg wäre dieser, ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen, eine davon nutzt du selbst. Und Arnold Schwarzenegger hat es übrigens auch so gemacht und man sieht, wo er heute angekommen ist. Er wurde nämlich auch mit Immobilienmillionär und mit nichts anderem. Deswegen kann man das nicht so plakativ betrachten, Eigenheim oder kaufen oder mieten. Ja, deswegen mach so einen fetten Deal. Wenn es schwierig ist, so eine große Immobilie zu finden, kann man natürlich das auch kombinieren mit verschiedenen Wohnungen. Zum Beispiel, man kauft 3-4 Wohnungen ein, vermietet die, hat 4-mal Mieteinnahmen, eine mietet man selbst. Weil wir haben ja vorhin gelernt, bei der Wohnung, wo du Mieter bist, kann der Vermieter also die Kosten absetzen von der Steuer. Zum Beispiel, wenn eine Heizung kaputt geht, Dusche geht kaputt, Fenster, egal. Der Vermieter kann das absetzen. Bei den anderen 4, die du vermietest, kannst du genau das Gleiche machen. Wenn der Mieter anruft und es ist was kaputt, kannst du es absetzen. Wenn du diese eine Wohnung, wo du selbst nutzt, nicht mieten möchtest, sondern kaufen möchtest, dann gebe ich dir diesen großen Tipp. Im Einkauf liegt der Gewinn. Schau, dass du eine gute Immobilie findest, wo du einen Mehrwert reinfügen kannst und unter Umständen 3 Jahre später steuerfrei mit Gewinn verkaufen kannst oder zumindest zum gleichen Preis, also dass deine Kaufnebenkosten wieder rein hast. Das ist Mindestvoraussetzung. Wenn diese Bedingung nicht gegeben ist, würde ich dringend von einem Kauf der Immobilie abraten. Rechne in den Verkaufspreis nicht die Wertzuwächse ein, die du erwartest, weil die kannst du nicht kalkulieren. Das ist eine höhere Gewalt. Und dementsprechend bei einem guten Deal liegt der Gewinn im Einkauf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, bist du ein Mieter oder ein Eigennutzer? Was ist dein Plan? Was hast du vor? Möchtest du langfristig eine eigengenutzte Immobilie kaufen? Möchtest du langfristig in Miete wohnen und deine Immobilie, in der du wohnst, juckt dich gar nicht? Was ist denn dein Plan? Lasst mich wissen und es freut mich, dass ihr es ganz angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Fabian.